Urdhva Shirsha Ekapada Chakrasana ist das Rad mit einem Bein erhoben und auch den Kopf oberhalb des Bodens. Man könnte auch sagen, es ist das Einbeinrad bei erhobenem Kopf. Ausbildungsleiterin Raffaela zeigt, wie es geht. Von der Rückenlage ausgehend, gibt die Füße auf den Boden in der Nähe des Beckens, gibt die Hände auf den Boden neben den Schultern und strecke dann die Beine aus. Urdhva Shirsha heißt, du hebst auch den Kopf, du könntest nämlich auch den Kopf am Boden halten. Und dann strecke ein Bein nach oben aus, deshalb Ekapada, ein Bein auf dem Boden, das andere gestreckt. Diese Ekapada Chakrasana Variation stärkt zum einen die Oberschenkel, stärkt natürlich auch die Arme und Hände, ist aber auch eine Herausforderung für das Gleichgewicht. In Urdhva Shirsha Ekapada Chakrasana musst du auch gleichzeitig rückbeugende wie auch vorwärtsbeugende Flexibilität haben. Letztlich ist es auch eine Art vertikaler Spagat in der Rückbeuge.